Hey Leute, willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate hier beim Klassisch-Modus auf 9.9. Beim letzten Mal hat der Up-Smash von Lukas geregelt und jetzt geht's weiter mit Sonic, und zwar schneller als der Schall. Ja, er als schnellster Charakter im Spiel, mit Abstand sogar, wird jetzt dann vielleicht gegen andere sehr schnelle Charaktere antreten. So Fox, Captain Falcon und sowas vielleicht. Es gibt noch einige andere, die auch eine sehr schnelle Laufgeschwindigkeit haben. Und das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das sein Thema sein wird. Aber wir schauen einfach mal. So, zuerst gegen, genau, gegen Fox. Ja, ich glaube, ich habe es wirklich schon erkannt. Dementsprechend auch sehr einfach, das Thema zu durchschauen. Aber, okay, das, das ging überraschend schnell. Ist es so, dass die Dash-Attack von Sonic die Rennattacke, dass die so weit weghauen kann? Tatsächlich? Okay, interessant, aber na gut. Dann genau, also es ist wirklich genauso, wie ich vermutet hatte. Fox und Captain Falcon habe ich ja schon erwähnt. Vielleicht tritt er auch in der Reihenfolge gegen die an, wie sie zum ersten Mal halt aufgetreten sind. Oder vorkamen in Smash. Weil die ja beide hier noch beim N64 auch dabei waren, Fox und Captain Falcon. Und die ersten beiden Runden liefen schon mal sehr gut, aber... Also die ersten beiden Runden sind wirklich unfassbar einfach. Das ist wirklich so die Definition eines einfachen Kampfes, weil wir halt nur 1 gegen 1 Kämpfe hatten und auch noch Stages, bei denen man rauslaufen kann, wo man also die Gegner schon sehr früh besiegen kann. Also die ersten beiden Runden schon mal super einfach. Ich weiß gar nicht genau, hatte ich schon mal jemals nach der zweiten Runde 6,8? Weiß ich gar nicht genau, aber das ist schon mal ein idealer Start. So, dann gegen Sonic selber. Ach du Scheiße. Okay. Nämlich gegen einen riesen Metall-Sonic. Ja, vielleicht soll das Metal-Sonic darstellen oder so. Kann das sein? Vielleicht? Ich weiß aber nicht genau. Dafür kenne ich mich mit Sonic zu wenig aus, aber könnte Sinn ergeben. Keine Ahnung. So, und ich habe das Ding hier, okay. Damit kann ich an den Gegner bei 100% instant killen, wenn ich ihn damit treffe. Deswegen, ich kann es mal versuchen, ihn auf 100% vielleicht hochzujagen. Und dann ihn damit zu erwischen. Shit. Ja, ist aber schon gar nicht so einfach, weil ein Riesengegner ist nicht so easy zu bekämpfen und dann noch Metallgegner zusätzlich, das macht schon dann relativ, oh Gott, dann relativ schwer, finde ich. Powerblock auch. Ja, mein Schild, mein armer Schild. Okay, jetzt gleich kann er sterben, wenn ich ihn treffe. Nein, mein Schild. Au, das wird wehtun. Okay, ich lebe noch, weil jetzt der Powerblock da getroffen wurde. Bam, okay, das killt instant, genau. Okay. Also gerade habe ich noch erwähnt, dass die ersten beiden Runden sehr einfach waren und das waren sie ja auch. Aber die dritte Runde, die ist sehr, sehr schwer, finde ich. Gegen einen riesen Metallgegner. Das hat schon in sich. Okay, jetzt gegen Kirbys. Okay. Kirby ist jetzt nicht so schnell. Und die Farben auch irgendwas zu bedeuten? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was jetzt da der Witz ist oder die Anspielung. Aber das ist dann auch nicht so einfach. Also... Die ersten beiden Runden, wie gesagt, sind denkbar einfach, aber Runde 3 ist ziemlich schwierig und Runde 4 auch, weil es halt ein Teamkampf ist. Also, es wäre mir lieber gewesen, wenn das so schon einfach geblieben wäre wie am Anfang, aber ist es leider nicht. So, bam. Aber wie gesagt, was jetzt da die Anspielung ist, weiß ich nicht genau. Bei den Kirbys, weil die sind nicht so wirklich schnell eigentlich. Oder ist es so, dass die Kirbys die Chaos Emeralds darstellen sollen und dass wir die jetzt sammeln? Oder so, so eine ganz wilde Theorie. Aber von denen gibt es ja 7 Stück, glaube ich. Vielleicht kommen die anderen jetzt dann gleich noch oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Und die sterben aber, die halten ziemlich viel aus sogar dafür, dass es 3 Gegner sind, die ich hier bekämpfen muss. Also das ist echt nicht einfach, der Kampf, finde ich. Ist gar nicht einfach. Aber wenigstens haben wir hier immer coole Musik in den Kämpfen. So, du darfst jetzt bitte sterben. Danke. Puh. Ja, also da sollte man wirklich versuchen, dass man gleich in den ersten beiden Runden, wie ich auch, schön viele Punkte bekommt, dass man dann hier in Runde 3 und 4 auch etwas schlechter sein darf, weil die sind wirklich sehr, sehr schwer. Ja, da habe ich jetzt nur 0,5, glaube ich, in beiden bekommen oder so. Puh. So, jetzt Sheik. Okay, das passt wieder, weil Sheik auch sehr schnell ist. Aber was es jetzt mit den Kirbys da auf sich hatte, weiß ich nicht genau. Und wir haben wieder mal einen denkbar einfachen Kampf wegen der Stage auch wieder. Das ist sehr schön. Nice. Okay, also das können wir hier wirklich perfekt sehen, welche Kämpfe einfach sind und welche nicht. Teamkämpfe und Riesenmetallkämpfe sind schwer, vor allem auch auf Stages, wo man den Gegner nicht so leicht rauskicken kann. Aber solche Kämpfe wie jetzt der hier oder auch wie in Runde 1 und 2 sind super einfach. Und schon 1,1 dazu bekommen. Okay. Also 9,9 ist noch möglich. So, und das passt wieder mal 0 gegen Fuego, weil Fuego ist, vielleicht soll es auch so ein bisschen jetzt ein Witz sein irgendwie, ist übrigens auch Riesen-Fuego, weil Fuego ist nämlich der langsamste Läufer von allen im gesamten Spiel in Smash Ultimate. Also jeder andere Charakter läuft schneller als Fuego. Und vielleicht soll es jetzt eben so ein Witz sein, dass wir jetzt noch gegen Fuego kämpfen am Ende. Ich finde es aber trotzdem seltsam, muss ich sagen. Weil wir hatten halt jetzt wirklich einige Kämpfer, nämlich halt, Fox,
Captain Falcon und Sheik, die wirklich sehr, sehr schnell sind. Bam. Aber dann auch so einen komischen Teamkampf gegen drei Kirbys. Einen riesen Metallkampf, obwohl das halt vielleicht Metal Sonic darstellen sollte. Und dann jetzt halt noch Fuego, den langsamsten Läufer im gesamten Spiel. Also das finde ich seltsam. Aber na gut. Und ja, 9,7. Ja, na gut. Ist ärgerlich. Hoffentlich werde ich den Boss hinbekommen. Geschafft! So, einfach wieder Meister und Crazy Hunt, würde ich mal vermuten. So ist es. Ja. Ich muss mich wenigstens nicht so gut anstellen, weil 0,2 werde ich sowieso bekommen, denke ich mal. Aber ich muss es halt ohne Tod schaffen. Und das habe ich schon manchmal geschafft, aber die meiste Zeit schaffe ich es eher nicht. Also meine Erfolgsrate gegen Meister und Crazy Hunt, wenn ich alleine bin vor allem, liegt, glaube ich, unter 50%. Also, scheiße. Das sieht nicht so gut aus. Scheiße, sieht nicht so gut aus für mich. Ja, natürlich. Nicht so gut aus für mich, muss ich zugeben. Vor allem jetzt der Anfang ist schon mal nicht so toll. Nicht von den Farbbällen. Also da muss man echt unbedingt den Farbbällen ausweichen, weil die machen viel zu viel Schaden. Und ja, der Anfang, der könnte auf jeden Fall besser sein. Für meinen Geschmack. Könnte sogar um einiges besser sein. Ach, komm schon jetzt. Das war auch wieder so fies, weil ich ja dem einen Angriff ausweichen musste, wo es mich greifen wollte. Aber dann kam halt währenddessen der Raketenangriff da. Also manchmal ist es wirklich so, dass man nicht so viel dagegen tun kann überhaupt gegen die Angriffe von denen, finde ich. Okay, jetzt sind die schwarzen Löcher wenigstens weg, ja. Also so ultra schlecht ist der Versuch nicht. Aber ich wage es zu bezweifeln, muss ich zugeben, dass ich es schaffen werde. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Verdammt. Jetzt erstmal retten. Na toll. Und wieder das hier. So toll. Beim nächsten Angriff bin ich aber dermaßen tot. Es kommt bestimmt auch gleich wieder die Ohrfeige, oder? Ich sehe schon kommen. Die einfach immer viel zu schnell kommt. Die Ringe erstmal, okay. Das passt sogar zu Sonic. Die Ringe. So, jetzt kommt der Angriff da, okay. Und der Angriff aber. Nein, zugleich. Ausweichen. Nein! Shit. Ja, ich lebe noch immer, aber. Jetzt die Kugeln. Oh nee. Oh, ich habe so Angst. Ich spiele jetzt auch ein bisschen defensiver, weil ich halt jetzt nicht mehr durch einen Angriff sterben. Oh Mann, ey, das ist so fies. Weil jetzt nicht mehr durch einen Angriff sterben will, weil wie gesagt, 0,2 werde ich, glaube ich, eh hinzubekommen. Auch wenn ich mich jetzt hier sehr schlecht anstelle gerade. Aber 0,2 kriegt man eigentlich fast immer. Aber dennoch wird es noch schwierig werden. Und da kam die Ohrfeige. Das ist wirklich, ich habe schon oft gesagt, das ist der mit Abstand schlimmste Angriff von den beiden. Das meint man vielleicht gar nicht, weil sie haben viele andere Angriffe, wo irgendwas total Spektakuläres und Heftiges passiert, aber die kann man halt ganz gut vorhersehen. Aber der Ohrfeigenangriff, der kommt einfach viel zu schnell raus und ist viel zu stark. Und diese beiden Sachen kombiniert, machen den Angriff echt unfassbar fies. Puh. Also ja, es wäre mir wieder mal am liebsten, wenn ich halt zu den beiden mit 9,9 hinkommen würde. Weil es ist immer noch, finde ich, wirklich unfassbar schwer, Meister Hunt und Crazy Hunt alleine zu besiegen, auf, halt auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, ohne zu sterben. Finde ich immer noch wirklich sehr schwer. Aber um 9,9 zu erreichen, muss ich halt die schwierigen Kämpfe von Sonic, also den Metallkampf und den Kirby-Kampf, muss ich halt irgendwie halbwegs hinbekommen, was aber nicht so einfach wird. Puh, mal schauen. Okay, ich habe 9,9. Yay! Und zwar wieder mal im zweiten Versuch. Also, es läuft immer noch. Es läuft immer noch sehr gut, weil ich die letzten paar Male es ja immer im zweiten. Ja, nice. Im zweiten oder ersten Versuch gleich geschafft habe. Wow, schon mal 90 Schaden am Anfang gleich mal. Und so viel konnte ich da gar nicht dagegen machen, gegen die Kombos von denen, finde ich. Also, ne, manchmal ist es halt echt so, dass man einfach nichts machen kann gegen die Angriffe von denen, finde ich. Aber ist mir völlig egal, denn ich habe diesmal. Aber ich spiele jetzt auch nicht so gut. Denn ich habe diesmal Tickets, die ich benutzen kann. Also ist mir das völlig egal. Und tot. Nein, ich konnte sogar ausweichen dem letzten Angriff. Siehst du mal. Das ist ja auch ein Wunder fast schon. Aber gut. Ja, das war jetzt dumm von mir. Okay. Ich will noch zumindest vielleicht die Benommen machen. Zumindest eine von denen. Oder vielleicht beide. Nice. Bevor ich dann gleich, dann
mein Leben verliere. Sehr wahrscheinlich. So, okay. Dann werde ich zumindest mit nur einem Ticket schaffen. Und ich werde kein zweites benutzen müssen, was ja auch schon mal ganz gut ist. Vielleicht schaffe ich sogar ja auch jetzt noch, ohne eins benutzen zu müssen. Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich, muss ich zugeben. Weil es kommt bestimmt gleich wieder die Ohrfeige und dann bin ich halt wieder tot. Mal schauen. Oh Gott, aufpassen. Ja, okay. Weil das ist halt wirklich so. Jeden anderen... Ja, genau. Das meine ich damit eben. Jeden anderen Angriff kann man relativ gut vorhersehen. Weil sie da halt erst ein bisschen brauchen, bis sie den Angriff mal machen können. Deswegen wirklich, so ziemlich jedem anderen Angriff von den beiden kann man gut ausweichen. Aber der Ohrfeige halt nicht, weil die einfach viel zu schnell rauskommt. Und deswegen ist der Angriff halt echt irgendwie unfair, finde ich fast schon. Weil halt jeder andere Angriff, dem kann man ganz gut ausweichen, wenn man vorhersehen kann, dass der kommt. Aber bei der Ohrfeige halt nicht. Ja, da kam sie... Vor allem jetzt habe ich die Ohrfeige nicht mal gesehen. Weil die jetzt... Verdammt, weil die jetzt außerhalb war vom Bildschirm. Das ist auch so... Und da wieder so eine heftige Kombo, wo ich nichts dagegen machen konnte einfach mal. Also, das ist schon wirklich teilweise unfair, finde ich. Der Kampf gegen die beiden. Aber, na gut. Jetzt habe ich schon wieder 100 Schaden genommen. Also, ich werde vielleicht doch ein weiteres noch benutzen müssen. Ich hoffe es nicht, aber es könnte passieren. Okay, du bist benommen. Gut. So, jetzt bitte nicht in den Laser reingeraten. Okay, nice. Gut, wir schaffen es aber. Sehr gut. So, du bist tot. Und die andere dann hoffentlich auch gleich. So, nicht erwischen lassen. Ernsthaft? Ich wollte doch gerade ausweichen. Warum? Und vor allem, ich hatte ja mal ein Schild oben. War mein Schild schon so klein? Boah, Mann, jetzt muss ich wieder da zwei Tickets. Das ist so ärgerlich. Das war ja beim letzten Mal mit Lukas, glaube ich, auch schon so, dass ich da auch zwei hergeben musste. Was total unnötig war, weil ich da auch total schlecht gekämpft habe. Und weil da auch eines eigentlich hätte ausreichen sollen. Und jetzt habe ich wieder zwei hergeben müssen. Ach, Mann, ey. Ein bisschen ärgert es mich schon, aber so schlimm ist es ja nicht. Wow, unglaublich, weil dafür sind die Tickets ja auch da, dass man sie hier dann ausgibt. Deswegen, das passt schon. Und solange es weiterhin so gut läuft, dass ich es jetzt fast immer im ersten oder zweiten Versuch schaffe, den Classic-Modus auf 9.9 hinzubekommen, dann kann ich gerne auch viele Tickets ausgeben, das ist mir auch egal. Weil wenn ich mir so viel Zeit einsparen kann, dann ist mir das recht. Glückwunsch! Yay! Und da rennt er allen davon.
Der gute Sonic. Okay. Endergebnis. So, Sonic the Hedgehog. Sehr schön. Ellie wird auch noch. Französische Bulldogge auch noch und Tatanga. Und noch ein bisschen anderes Gedöns. Klassisch. Gut, aber das lief auch wieder super. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit König DDD. Es kann nur einen König geben. Okay, und er kämpft dann gegen viele andere Könige anscheinend. Wir haben ja schon Prinzessinnen gehabt, aber es gibt auch ein paar Könige in dem Spiel, das stimmt. Und deswegen könnte dann er gegen die alle antreten. Und ich glaube, dass es mit ihm wieder einfach werden wird, weil er halt auch ein Hau-drauf-Charakter ist mit super, super starken Smash-Angriffen. Und ich werde die einfach spammen, die Gegner werden reinlaufen und ich werde 9,9 erhalten, sehr schnell. Ich hoffe, dass der Plan dann aufgehen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.